Manchmal schaue ich mir gerne Sendungen über Naturereignisse, über Naturwunder an. Und es begeistert mich, die Größe Gottes und seine Schöpfung zu sehen. Vor kurzem hatte ich einen Film gesehen über die Polarregion, über die Taiga, wie dort Vegetation funktioniert und stattfindet. Wie Bäume wachsen in diesen schwierigen Gegebenheiten. Was heißt wachsen? Ich war erstaunt, dass es überhaupt unter dieser dicken Decke von Eis und Schnee Wachstum oder Leben geben konnte. Ich war erstaunt darüber, wie diese Bäume überhaupt die Massen von Schnee, diesen Druck von Schnee, diese Schwere aushalten konnten. Und darüber, wie sie, wenn die Temperatur anstieg, wie diese Last von ihnen genommen wurde und wie die Zweige sich ausgebreitet haben und wie wieder dieses neue Leben aufgestiegen ist. Es waren in Zeitrafferaufnahmen Blumenteppiche zu sehen, die vorher unter wirklich einer dicken Eis- und Schneeschicht verborgen waren. Das wurde mir zu einem wirklich großen Beispiel für unser Leben. Vielleicht hast du auch den Eindruck, dass in deinem Leben die Dinge bedeckt sind von einer riesen dicken Schwere, von einer Eisschicht, die alles wie gepanzert festzuhalten scheint, von Bedrückung, von nicht atmen können, von nicht leben können wirklich. Aber ich habe heute eine wirklich gute Nachricht für dich. Das Leben Gottes ist in dir, genau wie in diesen Bäumen, in diesen Pflanzen, in dieser eisigen Region. Das Leben Gottes ist bewahrt in dir. Wir beten ganz oft und sehr regelmäßig für unsere Partner von Gottes Haus, und als wir jetzt gebetet haben, hatte ich genau in dieser Übereinstimmung ein Wort, was ich dir gerne weitergeben möchte. Fürchte dich nicht, dein Leben steht in meinen Händen. Du gehst durch verschiedene Zeiten, aber immer bist du in meiner Hand und nichts kann dir schaden. Ich verwandle das, was gegen dich steht, in Sieg. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Nichts. Weder Tod noch Leben, nicht Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts Hohes und nichts Tiefes und keine andere Kreatur. Du bist absolut sicher bei mir. Dein Leben ist bewahrt in mir. Zum Teil ist das ein Text aus dem Römerbrief. Und wende dich diesem Text nochmal zu. Denn da wirst du diese Gewissheit raus entnehmen können. Egal, was das Schwere oder das Bedrängende oder das Festhaltende in deinem Leben ist, das Leben Gottes ist bewahrt in dir. Es wird wieder aufsteigen. Es wird wieder eine neue Zeit kommen. Es wird wieder zum Blühen kommen. Du wirst Frucht tragen. Halte das fest und mach das zu deiner Proklamation, wenn du in diesen Dingen stehst. Ich weiß, nichts wird mich aus der Hand Gottes reißen. Nichts wird mich von seiner Liebe trennen. Nichts. Gottes Leben ist bewahrt in mir. Ich wünsche dir, dass du erfährst, Gott hat mehr für mich.